Wir transportieren die Gefühle, die Emotionen, das Drama schon, aber nicht indem wir es nachspielen, wie es beim Synchron der Fall ist, sondern wir setzen uns praktisch zwischen die Zeilen des Filmes hinein, nutzen ganz viel die Pausen, um zu sprechen, damit möglichst viel von dem Original noch zu hören ist. Und ja, es ist eine große Sensibilität vor allen Dingen, die da gefragt ist. Meine Stimme darf nicht zittern, aber ich muss mich sehr beherrschen oft, dass sie nicht zittert. Und interessanterweise passiert das eigentlich noch verstärkt, je öfter man den Film sieht. Es ist nicht so, dass sich so ein Moment abnutzt, sondern ein Moment, der hochemotional ist, der wird beim dritten Sehen noch mehr Wirkung auf mich haben als beim ersten. Und das ist verrückt. Das ist zum Beispiel in bestimmten Blicken bei dem Jungen bei die Rakete so. Manchmal, wenn der seinen Vater anguckt oder eine bestimmte ein Blickwechsel zwischen ihm und seinem Vater, da kommen mir die Tränen auf jeden Fall immer wieder. Also in diesem Jahr habe ich Filme mitgesichtet, also war Teil des Auswahlgremiums im Vorfeld ab Mitte Oktober. Und zusätzlich mache ich die Koordination des ganzen Sprachbereichs für Generation. Also ich suche Dolmetscher, Einsprecher, Übersetzer aus und lektoriere deren Übersetzungen, schaue, dass da ein gutes Team beisammen ist. Die Filme, die übersetzt werden müssen, da bekommen wir eine Dialogliste. Das heißt, da sind nur die Dialoge des Films aufgeschrieben und die übersetzen wir dann aus den jeweiligen Sprachen und geben die weiter an unsere Einsprecher, die dann damit üben. Also die bekommen den Film jetzt mindestens 3 Wochen vorher und wie lange die dann daran sitzen, ist von Film zu Film und Einsprecher zu Einsprecher unterschiedlich. Aber ich würde sagen, so 10-mal sehen die diesen Film mindestens und an gewisse Stellen natürlich öfters, die schwierig sind oder Probleme bereiten. Kann man nicht so ganz genau sagen. Also ich denke, dass die größte Qualität eines Einsprechers auf jeden Fall das Einfühlvermögen ist, die Sensibilität wirklich mitzugehen und die verschiedenen Töne des Films, die Zwischentöne, die Stimmung einzufangen, ohne sie eben nachzuspielen und sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern sich ganz in den Film hinein zu leben. Mir ist schon oft passiert, dass Leute, selbst wenn sie die Originalsprache konnten und sich eigentlich zu Anfang des Films geärgert hatten, dass der Film eingesprochen wird, weil ihnen ja praktisch der Film zugetextet wird, nachher zu mir gekommen sind und gesagt haben, es war wunderbar und man hat das Gefühl, der Film gehört so. Also das ist so das größte Kompliment, was man bekommen kann als Einsprecher.